Ja, nachdem ich jetzt dreimal versucht habe, mit dem iPad-Stift auf dem Surface zu schreiben, hoffe ich, dass es diesmal funktioniert. Okay, als Abschluss der ersten Stunde wollen wir uns noch zwei Beispiele anschauen für exakt lösbare, für analytisch lösbare Anfangswertaufgaben bzw. analytisch lösbare Differentialgleichungen, bei denen Sie die Beweise und die Beispiele in den Übungen machen. Das erste ist eine Zusammenfassung aus dem ersten und zweiten Beispiel. Wir betrachten nämlich eine Differentialgleichung der Form y' von t gleich f von y von t mal g von t. Und Sie sehen sofort, dass es ein dass die autonomen und elementaren Differentialgleichungen Spezialfälle dieses Typs sind. Wenn wir sie f gleich 1 setzen, dann haben Sie eine elementare Differentialgleichung. Wenn Sie g gleich 1 setzen, dann haben Sie eine autonome Differentialgleichung. Okay, um das zum Anfangswertproblem zu machen, sagen wir mal y von a gleich y0. Aber ich glaube, ich werde hier einfach nur die Differentialgleichung mir anschauen. Okay, um das zu lösen, brechen wir zunächst mal eine Stammfunktion von 1 durch f und eine Stammfunktion von g, im Grunde genauso, wie wir das vorhin bei den ersten beiden Beispielen gemacht haben. Also ich mache das jetzt hier nur überblicksmäßig, den genauen Beweis werden Sie in den Übungen machen. Das heißt also, f sei eine Stammfunktion von 1 durch f und g sei eine Stammfunktion von g und es sei y eine differenzierbare Funktion mit der Eigenschaft, dass f von y von t minus g von t plus c gleich 0 ist. Und ich behaupte, dann ist y', dann ist y, Entschuldigung, y ist Lösung der Differentialgleichung. Ja, und das c muss man so wählen, dass die Anfangsbedingung erfüllt ist. Okay, warum könnte das der Fall sein? Naja, also wenn wir mal überlegen, wenn man die Gleichung, die wir da stehen haben, einfach mal nach t differenziert. Ja, dann steht da ein f von y von t. Die äußere Ableitung ist f' von y von t. Da steht also sowas wie 1 durch f von y von t. Ja, großes y habe ich gemacht. Mal die innere Ableitung, das ist ein y' von t, minus ein g' von t. Und das ist g von t nach Voraussetzung. Ja, g war eine Stammfunktion von g. Und plus c, die Ableitung geht weg. Das heißt, das hier ist 0. Und naja, Sie sehen schon, das heißt nichts anderes als y' von t gleich g von t mal f von y von t. Und das heißt, das ist dann tatsächlich eine Lösung der Differentialgleichung. Okay, und das sollen Sie genauer ausführen in den Übungen. Der letzte Typ, den wir uns anschauen wollen, und auch das werden Sie in den Übungen machen, ist der Typ der exakten Differentialgleichung. Und die Form dieser Differentialgleichung ist sowas wie y' von t ist gleich minus g von t und y von t geteilt durch h von t und y von t. Also eine sehr allgemeine Differentialgleichung. Aber wir fordern etwas, nämlich wir nehmen an, es gibt eine zweimal differenzierbare Funktion groß f, die gehen soll von ja, i kreuz j nach R. Ja, wir gucken uns das wieder nur übers Eindimensionale an. Ich weiß nicht, ob ich das gerade bei den getrennten Variablen gesagt habe. Da haben wir natürlich auch uns nur das Eindimensionale angeschaut. Groß F soll eine Funktion sein von i kreuz j nach R mit der Eigenschaft, dass die Ableitung von f nach der ersten Variable, also das ist sowas wie ein f von t und y von t, ja, sowas wollen wir da einsetzen.
Und die Ableitung von f nach der ersten Variable, und die schreibe ich gerne mal als f mit Index t. Ja, die natürlichen Argumente von f sind t und y. Und hier meine ich mit f die Ableitung von f nach der ersten Variable. Und es gelte mal, dass die Ableitung von f nach der ersten Variable an der Stelle, an allen Stellen ty gleich g von t und y ist. Und entsprechend das fy, also die Ableitung nach der zweiten Variablen, gleich h von t und y ist. Also die Existenz einer solchen Funktion, da werden Sie eine Bedingung dafür nachweisen. Das ist offensichtlich, das kann nur für ganz spezielle Differentialgleichungen tatsächlich der Fall sein. Aber nehmen wir mal einfach mal an, wir hätten so eine Funktion gefunden. Und dann heißt diese Differentialgleichung da oben exakt. Und wie vorhin auch, nehmen wir mal wieder an, es gibt eine Funktion Groß Y mit der Eigenschaft, dass f von t und y von t gleich c ist. Ich behaupte, dann ist dieses Groß Y eine Lösung der exakten Differentialgleichung. Und schauen wir uns an, warum das eventuell richtig sein könnte. Weil wenn ich das, was da steht, das f von t und y von t gleich c, wenn ich das mal nach t differenziere, dann steht da, die Ableitung von f nach der ersten Variable, also das hat nur ft genannt, mal die innere Ableitung, das ist also ein y' von t, plus, oh, das, Entschuldigung, das habe ich hier Blödsinn gemacht. Wenn ich nach der ersten Variable ableite, das heißt also nach dem t vorne, ist die innere Ableitung natürlich 1, aber wir haben bei der Ableitung in der zweiten Variable. Da haben wir dann die Ableitung von f nach der zweiten Variable, also ein fy von t und y von t mal die innere Ableitung, und die innere Ableitung ist ein y' von t. Und das ist gleich 0. Ja, da habe ich einfach nur das, was da drüber steht, einfach nur differenziert. Okay, jetzt haben wir vorausgesetzt, das Groß ft, das ist nichts anderes als das g. Und das fy ist nichts anderes als das h. Und unter der Voraussetzung, dass das h nicht gleich 0 ist, das müssen wir natürlich irgendwann nochmal voraussetzen, gilt, dass y' von t, wenn ich das auflöse, ist gleich minus g von t und y von t geteilt durch h von t und y von t. Mit anderen Worten, y ist Lösung der Differentialgleichung. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass es so eine Funktion f gibt. Im Skript steht auch noch eine Bedingung dafür, die Sie in den Übungen nachweisen werden. Dass es so eine Funktion Groß f gibt, ist sehr unwahrscheinlich. Aber man kann es ein bisschen wahrscheinlicher machen. Und zwar, wenn man sich diese Differentialgleichung anschaut, die wir da haben, also y' gleich minus g durch h, dann kann ich die natürlich mit irgendeiner Funktion m multiplizieren. Und dann bleibt es dieselbe Differentialgleichung. Ja? Also ich multipliziere einfach rechts Nenner und Zähler mit irgendeiner Funktion m, das kürzt sich dann raus, dann bleibt es dieselbe Differentialgleichung, aber vielleicht wird die Bedingung dann eine andere. Ja, das heißt also, wir betrachten stattdessen die Differentialgleichung y' von t gleich minus g von t und y von t geteilt durch h von t und y von t. Stattdessen erweitern wir das einfach nochmal mit m von y, m von t und y von t und auch unten mit m von t und y von t. Und dann bleibt das natürlich dieselbe Differentialgleichung. Ja? Also wenn das m nicht gerade 0 ist, dann bleibt das absolut gleich, was da auf der rechten Seite steht. Das kürzt sich einfach raus. Aber die Bedingungen, ob die Differentialgleichung exakt ist oder nicht, die ändern sich jetzt. Und diese Differential- und diese Bedingungen sollen Sie nachrechnen. Was bedeutet das für das Groß M? Und falls wir M so gewählt haben, dass diese Differentialgleichung dann exakt wird, so heißt M ein integrierender Faktor.
Also falls diese Differentialgleichung exakt ist, so heißt M integrierender Faktor. Okay, als Abschluss zu diesem Kapitel möchten wir uns, so wollen wir uns noch